Jeder von uns war schon mal beim Goldenen M. Ihr wisst genau, welche Kette ich meine. Selbst ich bin da nicht dran vorbeigekommen und ich habe dort einen Burger probiert, der angeblich mit Rippchen gemacht worden ist. Und genau um diesen geht es in diesem Video. Das heißt, den McRib. Was ihr dafür Zutaten braucht und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Wie immer müssen wir mit etwas Unangenehmen anfangen von den Rippchen oder von den Spare Ribs selbst, und zwar die Silberhaut entfernen. Dazu umdrehen. Ich habe hier auch schon eine Gabel liegen. Die Gabel dient im Prinzip dazu, wir nehmen das Hinterteil, das kennt ihr auch von anderen Videos von mir, nehmt das Hinterteil und drückt das zwischen diesen beiden Knochen durch. Und zwar so in dem Fall, und dann zieht sich diese Silberhaut auch schon freiwillig nach oben. Es nimmt im Prinzip nur einen Finger. Das Gefühl kennt ihr. Einfach nach oben ziehen. Ihr könnt euch jetzt natürlich auch noch einen Zehver zur Hand nehmen. Wenn die Silberhaut etwas dünner ist, erleichtert euch das beim Greifen. Einfach festhalten, Rippchen da festhalten und nach hinten durchziehen. Somit habt ihr dann die Silberhaut schon mal entfernt. Da muss jetzt natürlich auch noch Geschmack dran. Ich habe mich jetzt hier für das Wiesel Pork Dust entschieden. Von Ankerkraut, gibt die nötige Schärfe, hat ordentlich Gewürze dran. Und das machen wir jetzt hier erstmal. Also es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Einfach nur grob drüber streuen. So viel wie es geht. Ihr nehmt dann natürlich die große Seite. Macht nicht den Fehler wie ich. Schön ordentlich verteilen. Nehmt die andere Hand und reibt das richtig schön ins Fleisch mit ein. Das mache ich jetzt mit beiden Rippchen. Und dann verabschieden wir uns von den Rippchen für die nächsten, ich sage jetzt mal 12 Stunden. Dann kommen sie nämlich in den Kühlschrank. Ja, und dann sehen wir uns morgen am Grill wieder. Ich bereite erstmal den Monolith vor auf indirekte Hitze von 110 Grad. Habe dazu in der Mitte so ein Glutnest gemacht. Und räuchern möchte ich gleich mit diesen Whisky Chunks von Zwergwood. Ja, und dazu dann aber gleich mehr. Der Grill ist jetzt soweit schon vorbereitet. Was ich euch gerne zeigen möchte, ist diese Wasserschale. Die habe ich jetzt mit heißem Wasser gefüllt. Ja, und darauf kommen jetzt die Spare Ribs. Die Rippchen haben jetzt einen Platz genommen und bleiben da jetzt, ich sage jetzt mal, für die nächsten 3 Stunden drauf. Wir schauen nach circa 2,5 Stunden nochmal nach, was sich mit den Rippchen in der Zeit getan hat. Denn wir müssen da noch ein bisschen Feuchtigkeit dran bekommen. Sind jetzt circa 1,5 Stunden vergangen. Wir schauen einmal nach. Hier ist es jetzt auch wieder wichtig, kurz ein bisschen Luft reinzulassen. Seht den Dampf schon hochsteigen. Jetzt hat er genug Luft bekommen und da liegen sie. Ihr habt jetzt links schon ein bisschen was gesehen, und zwar das hier. Das ist eine Mischung aus Apfelsaft und Apfelessig. Damit sprühe ich das Ganze jetzt in den nächsten 1,5 bis 2 Stunden immer mal wieder von oben ein, damit wir von oben auch ein bisschen Flüssigkeit bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, lasse ich sie jetzt erstmal in Ruhe, bevor es mit dem nächsten Schritt weitergeht. Sind jetzt genau 3 Stunden rum. Wir schauen einmal nach. Da sind sie. Was wir jetzt machen, und zwar, ich habe jetzt hier von Black Barbecue die Texas Style, rauchig und scharf. Damit pinseln wir jetzt einmal die Oberfläche komplett ein. Und zwar nehmen wir da ein bisschen Soße. Die Viskosität ist auch sehr gut für Ribs vor allen Dingen. Schütte das hier drüber, pinsel das jetzt ein bisschen ein. Ja, und dann brauchen sie nur noch 1 Stunde, aber dann hole ich euch nochmal hinzu. Sind jetzt genau 4 Stunden rum. Wir schauen jetzt mal nach. Die Barbecue-Soße ist ja drauf, schön karamellisiert. Perfekt. Ich nehme sie jetzt runter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Vom Grill genommen sind sie, aber wir müssen jetzt noch weitermachen. Und zwar möchte ich das jetzt ganz gerne so machen. Ich nehme jetzt eigentlich nur das Fleisch von den Rippchen. Das heißt, ich ziehe die jetzt so gut wie es geht auseinander. Und zwar so. Nehme dann das Fleisch von den Rippchen runter und dann zeige ich euch an der Schüssel, wie es weitergeht. Ist jetzt noch nicht komplett fertig, jetzt kommt da noch ein Schuss Barbecue-Soße drauf. Habe ich, wie gesagt, jetzt hier von Black Barbecue von Stefan. Verrühre das Ganze, ja, und wenn das dann verrührt ist, können wir langsam den Burger bauen. Jetzt heißt es erstmal Burger bauen. Dazu habe ich jetzt hier ganz normale Aufbackbrötchen genommen. Ihr könnt natürlich Burger Buns nehmen oder Hotdog Buns. Das bleibt euch ganz überlassen. Jetzt nehmen wir im Prinzip das Rippchen, welches wir ja gerade mit der Barbecue-Soße zusammen gemischt haben, auf den Burgerbun drauf. Ruhig ordentlich. Die Soße bringt auch so an sich schon eine richtig schöne Schärfe mit. Sofern ihr das drauf habt, gebt ihr jetzt noch ein bisschen Barbecue-Soße zusätzlich oben drauf, weil ihr wisst, der Burger aus dem Laden ist auch ordentlich mit Barbecue-Soße voll. So in etwa
kommen wir zu den Zwiebeln. Da sind ja auch meist immer Zwiebeln drauf. Die einfach oben drüber verteilen. Und jetzt nicht nur zur Deko, sondern auch zu Geschmackszwecken ein, zwei Scheiben eingelegte Gürkchen. Und hier noch eine. Ja, und dann würde ich sagen, ist er fertig. Dann gibt es jetzt noch ein Tellerbild. Und so ist dann meine Variante vom McRib. Das war ja also der McRib Burger nur in schön. Wie immer, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr genau unter diesem Video, genau da. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte, schaut einfach auf tobias.grill.de nach.